Hallihallo meine lieben Jonges und heute mal was Einfaches, ein kleines Tutorial, denn der Windfell Wildcraft hat gefragt, wie kann man in Roblox Studio den Avatar klein machen, wie zum Beispiel in Hide and Seek Extreme oder auch in Brookhaven, wenn man die Einstellung ändert. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich werde euch heute die so ziemlich neueste Möglichkeit zeigen, die implementiert wurde, weil sie die einfachste ist. Am Ende habt ihr dann zwei Knöpfe, einen mit dem ihr euch hochskalieren könnt, einen mit dem ihr euch runterskalieren könnt, das könnt ihr natürlich auch in GeoEyes einbauen und ich zeige euch auch, wie ihr das da einmal so ein bisschen mäßig macht, dass es so einen kleinen Wachseffekt gibt. Wachsen, schrumpfen, schrumpfen und wachsen, wachsen. Legen wir mal los. Und zuallererst solltet ihr wissen, dass ein Roblox-Charakter ein Model ist. Wenn wir in den Explorer gehen, seht ihr hier bei mir Roblox Conny. Bei euch heißt das Model natürlich so, wie euer Roblox-Name heißt. Und ihr seht, das ist eine Instanz vom Typen Model. Und Models haben seit etwa einem Jahr inzwischen schon, ich habe ein schlechtes Zeitgefühl, die Property Scale. Aber das ist keine normale Property. Die könnt ihr nicht einfach per Skript auslesen oder beschreiben. Aber hier im Explorer könnt ihr sie schon beschreiben. Hier könnte ich jetzt einfach reinschreiben 2 und dann bin ich auf einmal doppelt so groß, doppelt so schnell, kann doppelt so hoch springen. Alles wird mitskaliert und das ist das Geniale an Scale. Man muss nur eine einzige Eigenschaft ändern und alles wird angepasst und es funktioniert einfach. Früher war es so, dass man wirklich erstmal alles größer machen musste, dann war der Charakter aber zu langsam oder er hat nicht hoch genug gesprungen und es wirkte nicht realistisch. So wirkt es relativ realistisch und dementsprechend zeige ich euch auch, wie ihr das mit dem Code macht. Aber wie gesagt, ihr könnt nicht einfach per Code diese Property beschreiben, das geht nur in Roblox Studio und dazu kommen wir jetzt. Die Implementierung, die ich euch zeigen möchte, ist mit so zwei Knöpfen, die ich einfach so platziere. Das liegt daran, dass ich keinen Bock darauf habe, jetzt ein GUI zu erstellen und das einfach so das Einfachste ist, was nach irgendwas aussieht, was man machen kann. Um das zu erstellen, geht ihr oben auf Model, fügt einen Part hinzu, packt euer Part dahin, wo ihr es haben wollt, könnt es skalieren, größer machen, macht eine Duplikation davon, hier kleiner, da kleiner, da kleiner, da kleiner und dann könnt ihr noch die Farbe anpassen. Vergesst natürlich nicht, eure Parts zu ankern. Wir packen die dann alle in ein Model, in dem wir STRG G drücken und in diesem Model haben wir natürlich unseren Button und in den Button packen wir ein Script rein. Wenn euch das zu schnell ging, schaut euch meine Roblox Studio Lernserie zum Model-Tab an, da lernt ihr eigentlich alles, was ihr hierfür braucht. Ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Wir machen aber an der Stelle erstmal weiter, denn das Script ist sehr, sehr simpel. Im Script steht erstmal Hello World, das können wir rauslöschen. Ich mach mal das hier ein bisschen größer, damit ihr besser mitlesen könnt. Und zuallererst erstellen wir uns einen Proximity Prompt. Das können wir zwar auch im Spiel machen, aber ich mache es jetzt einfach per Script, weil sonst ist im Script gar nichts drin. Local Prox ist gleich Instance.new in Anführungsstrichen Proximity Prompt. Dann schreiben wir natürlich noch Prox.parent ist gleich Script.parent und Prox.actionText ist gleich in Anführungsstrichen Scale up. Dadurch erstellen wir ein Proximity Prompt, das da drin ist. Das heißt, wenn man in die Nähe kommt, erscheint ein kleines GUI, auf dem steht dann Scale up. Und man kann die Taste E drücken, um es zu aktivieren. Man kann am Proximity Prompt noch viele andere Sachen anpassen, machen wir jetzt aber nicht. Aber wenn man E drückt, muss natürlich eine Funktion ausgeführt werden. Diese Funktion connecten wir jetzt, indem wir sagen Prox.triggered, Doppelpunkt connect und dann Scale up. Und diese Scale up Function, die schreiben wir jetzt auch noch. Also Local Function Scale up, die bietet uns einen Spieler und vom Spieler müssen wir uns einen Charakter holen. Also schreiben wir hier Local Character vom Typ Model oder Nil ist gleich Spieler.Character. Das hier könnt ihr alles weglassen. Ihr könnt auch einfach sowas schreiben und dann ist es auch gültiger Code. Aber ich schreibe so wegen der Autovervollständigung. Dann schreiben wir noch if not character then return end. Nur für den Fall, dass es keinen Character gibt. Und dann müssen wir das Ganze nur noch skalieren. Das geht auch sehr, sehr einfach. Und zwar mit der Scale2-Funktion. Character Doppelpunkt Scale2. Und hier muss man dann eine Zahl reinschreiben. Der Standardwert für die normale Größe ist 1. Das heißt, wenn wir jetzt um 10% größer werden wollen, dann können wir schreiben 1.1. Und dann ist der Charakter 10% größer. Wenn wir ihn doppelt so groß machen wollen, dann machen wir 2. Wenn wir ihn dreimal so groß machen wollen, schreiben wir 3. Und wenn wir ihn schrumpfen wollen, schreiben wir Punkt 5. Dann ist er halb so groß. Aber wir wollen, dass er immer um 10% wächst. Deswegen holen wir uns erstmal die Ausgangsgröße, die er gerade hat, mit der Funktion Character.getScale. Dann kriegen wir die aktuelle Größe, die er hat. Und rechnen dann einfach mal 1.1. Dadurch wird er dann immer 10% größer. Und wir haben unsere Funktion, die den Charakter 10% größer skaliert. Das Ganze testen wir natürlich einmal aus, indem wir ins Spiel reingehen, laufen dann rüber zu dem Button, den wir eben erstellt haben, drücken hier E und bupp, es funktioniert. Wir werden größer, auf einen Schlag 10% größer. Es sieht immer so ein bisschen laggy aus, das liegt aber auch daran, dass wirklich in so einem Charakter ganz viele kleine Parts drin stecken. Und all diese Parts, die werden skaliert und nicht nur skaliert, sondern alle Größen werden angepasst, alle Abstände werden angepasst, alle Eigenschaften werden angepasst. Es wird einfach alles angepasst. Die Scale-Funktion von Models ist super genial, weil sie einfach alles berücksichtigt. Und sie funktioniert einfach. Scale, 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 Scale. Immer um 10% größer. Super geil, bis ich den Button da unten nicht mehr erreiche, weil der Radius einfach zu weit weg ist.
Er ist zu klein für mich, um da unten anzukommen. Aber es funktioniert. Und ihr seht, die Jump Height, die ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr die natürlich auch nochmal anpassen. Aber darum geht es nicht in diesem Video. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr das mit dem Scale Down macht. Dafür kopiert ihr euch einfach diesen Podest hier rüber. Geht dann in das Script rein, das ihr hier habt. Ihr könnt Scale Up überall umbenennen, indem ihr es auswählt. Dann drückt ihr STRG F. Dann steht hier oben Scale Up drin. Klickt auf diese zwei Pfeile. Und dann schreibt ihr stattdessen Scale Down. Und drückt dann auf diesen Button Replace All, um alles zu replacen. Dann wurde einfach der Name geändert. Hier oben steht noch Scale Up, weil da ein Leerzeichen drin war. Also schreiben wir hier auch Down hin. Aber das war jetzt alles nur kosmetisch. Wir müssen natürlich jetzt auch noch die Mathematik machen. Und die ist einfach nur anstatt 1,1 0.9. Oder ihr könnt einfach auch nur .9 schreiben. Die 0 kann man vorne weglassen. Genauso wie man auch die Nullen hinten weglassen kann. Habt ihr ja im Matheunterricht gelernt. Dann schreibe ich hier noch um 10% schrumpfen. Und wir haben unseren zweiten Button, der uns um 10% schrumpfen lässt. Wir laufen nochmal rüber und sehen dann hier Scale Up, wachsen, 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 Scale Down, schrumpfen, schrumpfen, schrumpfen. Es funktioniert. Man wird klein und langsam. Aber genau so macht man das. Das letzte, was ich noch zeigen möchte, sind diese Buttons hier, die einen so einfach so ein bisschen animiert sieht es dann aus. Man schrumpft und wächst ein bisschen langsamer und dann Stückchen für Stückchen. Und das macht man einfach mit einem Loop. Dafür machen wir uns einfach eine Kopie von diesen Buttons, schieben die nach hinten, damit man sieht, dass sie krass sind, machen wir sie größer. So. So habe ich das nämlich hier auch gemacht. Dann gehen wir rein in das Script von einem. Jetzt habe ich Scale Down gewählt. Und anstelle hier sowas reinzuschreiben, machen wir jetzt einen Loop. Ganz einfach einen For-Loop. Den schreiben wir so. For i ist gleich 0,05, 0,3, 0,05 do. Das bedeutet, wir haben den Ausgangswert i. Den können wir nennen, wie wir wollen. Der hat den Wert 0,05. Dieser Wert soll den Wert 3 erreichen und wird mit jeder Iteration des Loops um 0,05 erhöht. Das heißt, erstmal ist er 0,05, dann wird der Loop nochmal ausgeführt, dann ist er 0,1, dann wird er nochmal ausgeführt, dann ist er 0,015, dann 0,2, 0,025 und so weiter, bis wir halt 0,3 erreicht haben. Und das hat den Sinn, dass dieser Loop halt in sehr kurzen Abständen ausgeführt wird und das so lange, bis die Dauer erreicht wird. Also schreiben wir oben eine neue Variable namens Dauer ist gleich 0,3 für die Dauer der Animation. Hier könnt ihr dann einstellen, sie kann länger oder kürzer sein. Hier können wir das auch austauschen durch Dauer. Und am Ende müssen wir hier in den Loop reinschreiben, task.wait 0,05 zwischen jeder Iteration. Ich packe mal die 0 hier vorne auch ran, damit es gleichmäßig bleibt. Wir können natürlich jetzt nicht alle 0,05 Sekunden mal 0,9 scalen, weil das wird super oft ausgeführt und dann wird der Charakter super klein. Wir müssen jetzt ausrechnen, wie er skaliert werden muss, damit er seine Zielgröße erreicht. Dafür schreiben wir erstmal eine Variable, die unsere Zielgröße sein soll. Die nenne ich Scale-Faktor. Der Scale-Faktor ist 0,6. Wir wollen eine Größe von 0,6 erreichen, also wir wollen um 40% schrumpfen. Dafür nehmen wir einfach mal das von hier, schreiben das wieder hier rein. Aber jetzt sagen wir nicht Scale to Character Get Scale mal 0,9, sondern Character Get Scale mal 1 plus in Klammern und dann nochmal in Klammern Scale-Faktor minus 1, weil hier rechnen wir 1 plus und dann Scale-Faktor minus 1. Und fragt bitte nicht, warum da vorne eine 1 steht. Die kann man mathematisch natürlich komplett weglassen, aber ich brauche die irgendwie in meinem Kopf. Ich weiß nicht, so denke ich halt, ich bin dumm. Aber ihr könnt das mal 1 vorne natürlich weglassen und einfach direkt mit plus Scale-Faktor weitermachen. Und dann hier hinter diese Klammern und noch vor den anderen Klammern geteilt durch, also ein Schrägstrich. Und dann wieder Klammer auf, Klammer zu. Dauer geteilt durch 0,05, weil wir alle 0,05 Sekunden halt iterieren und das bis wir eine Dauer von Dauer erreicht haben. Ich scroll mal ein bisschen raus, damit ihr alles sehen könnt. Genauso sieht der Spaß dann aus. Ist ein bisschen unübersichtlich, kann man wahrscheinlich auch noch verbessern, weil ich habe jetzt keine Lust, mehr Mathe zu machen. Das ist einfach so die Mathematik, die in meinem Kopf vorgeht und man kann sich ja sehr stark vereinfachen. Aber so sollte es, denke ich, funktionieren. Wir probieren das einfach mal aus, indem wir nochmal testen. Wir laufen jetzt hin zu den Scale-Down-Button, drücken auf E, wupp, und wir wurden für 0,03 Sekunden kleiner geschrumpft. Nee, nicht 0,03, sondern 0,3 Sekunden. Wir gehen dann auf Workspace, auf Roblox Conny, gucken auf Scale und wir sehen jetzt, der Scale-Faktor liegt bei 0,6. Das heißt, die Mathematik war auf jeden Fall richtig, aber 0,3 Sekunden, das war irgendwie alles noch ein bisschen zu langsam, findet ihr nicht? Es war ein bisschen zu ruckelig. Dementsprechend würde ich sogar sagen, Task.Rate würde ich gerne auf 0,01 packen. Dann müssten wir aber auch hier das auf 0,01 packen, das auf 0,01 packen und das hier auf 0,01 packen. Wir sehen, wir haben die Zahl überall. Theoretisch könnten wir hier noch eine Variable erstellen namens Smoothness. Die packen wir auf 0,01. Das einzige Problem ist, wenn wir den Smoothness-Faktor zu niedrig stellen, dann wird das eventuell nicht mehr funktionieren.
Das werden wir dann gleich sehen. Wir tauschen ja die 0,01 an allen Stellen aus, wo es ist. Jetzt steht hier über Smoothness, Dauer Smoothness, Task-Grade Smoothness. Wir testen einmal, ob es klappt. Ich hoffe, dass es klappt, aber wenn es nicht klappt, dann sind wir halt einfach traurig. Sagen dann Scale Down und... Na, es hat funktioniert. Das war ziemlich smooth für 0,3 Sekunden. Oh, jetzt bin ich sehr klein. Ja, das ist zu klein. Das funktioniert nicht mehr. Wir haben uns weggeschrumpft. Das ist das Risiko, Leute. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Wenn wir die Smoothness niedriger stellen, wird es eventuell nicht mehr funktionieren, weil das Character Scaling nur zu einem bestimmten Grad halt präzise ist. Wenn wir hier 1 hinschreiben, funktioniert das. Wenn wir 1.1 schreiben, funktioniert das auch problemlos. Wenn wir aber 1.01 schreiben, wird das ja immer weniger von der 1 entfernt. Wenn wir jetzt 1.001 schreiben, bup, funktioniert es auch noch. Und sobald wir eine weitere 0 hinzufügen, 1.0001... dann rundet er wieder auf 1 auf. Und wenn wir an diesem Punkt sind, wo wir 3 Nullen hinterm Komma haben und dann erst der Wert kommt, dann würde es keinen Unterschied mehr machen, weil wir pro Iteration keine Veränderungen machen. 0,3 Sekunden sind aber ziemlich langsam. Vielleicht sagen wir doch einfach nur 0,1 Sekunde und das reicht uns dann. Also gehen wir nochmal hin, drücken Scale Down, wupp, wupp, funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich wieder größer werden. Leider habe ich den anderen Knopf noch nicht gemacht, also nehme ich den hier. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen zu groß, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist die normale Größe. Und wir kümmern uns jetzt natürlich noch um das Scale-Up-Script. Das heißt, wir kopieren uns einfach mal das Script hier von Scale-Down, gehen dann in den Scale-Up-Podesk rein, da in das Script rein und überschreiben einfach mal alles. Und tatsächlich müssen wir hier nur den Scale-Faktor anpassen, zum Beispiel auf 1,4. Und das wär's. Diese Rechnung hier, die bleibt einfach gleich und das sollte so funktionieren. Zumindest soweit ich denke. Ich probiere es noch einmal aus. Testen sollte man immer seinen Code. Man sollte nicht einfach nur assumen, dass es funktioniert, aber ich denke, dass es funktionieren sollte. Zumindest sagt mein Kopf, das funktioniert und bupp, es funktioniert. Jetzt können wir hier mit größer werden, hier mit kleiner werden, und wenn ihr wirklich so unfassbar faul seid, dass ihr das nicht mitgemacht habt, dann könnt ihr euch als Kanalmitglieder Tier 2 natürlich auch meine fertigen Knöpfe, die ich hier habe, herunterladen. Aber das war jetzt wirklich so ein einfaches Tutorial. Ich denke, da konnte jeder folgen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Weitere Tutorials seht ihr hier. Das war's jetzt aber. Bis dann und ciao!